Los. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir und ihr. Was wir heute alles machen, spannend wird's nicht. Es sei denn, ich ziehe eine Radlerhose in Größe S an, dann spannt es einigermaßen. Wir sehen jetzt erstmal das Intro und danach die Wand. Unser tolles Intro. Jawohl, was machen wir? Wir sehen eine Wand. Oben ein bisschen heller und ein bisschen dreckiger. Hat auch schon einige Ablagerungen an sich. Wir verfugen diese Wand in diesem Video oder in den Videos. Schauen wir mal, wie es funktionieren wird von der Zeit her, weil die Vorbereitung. A und O ist die Vorbereitung. Und wie immer, es wird erst schlimmer, bevor es schöner wird. Erst kann man die Wand so lassen und verfugen. Oder man kann sie ein bisschen heller machen und danach noch reinigen. Ich habe mir hier so einen Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber. Weil mit der Drahtbürste, das würde gehen, aber würde etwas lange dauern. Dauert eh schon lang genug. Also reinige ich erstmal mit der Drahtbürste das vor. Man kann ihn auf dem Akkuschrauber, man könnte ihn auch auf dem Winkelschleifer, vielleicht mit verstellbaren Stufen, also ne, dass es nicht ganz so grob reingefetzt wird. Und ja, ich mache das erstmal sauber, grob reinigen und danach zeige ich euch meine Spezialentwicklung, was ich entworfen habe, jahrelang in diesem Hirn. Und es kam dann auch den Akkuschrauber. Das zeige ich euch gleich, aber erstmal ein bisschen schrubben. So, fast die erste Hälfte ist geschafft. Genau, was man nicht gescheit gesehen hat. Ich habe eine Topfbürste genommen mit Stiel, habe den Stiel weg, 9er Loch durch, eine Gewindestange, 2 Mudern. Ja, habe sogar das Loch mittig getroffen, schaut gut aus. Ich habe jetzt die Hälfte mit einer Wasserladung gemacht. Heißes Wasser. Ich habe keine Reiniger rein. Ob es später vielleicht besser wäre, Reiniger reinzumachen, werde ich dann sehen. Aber auf jeden Fall wechsle ich jetzt erstmal das Wasser. Ziehe dann noch einmal ab, von oben nach unten logischerweise. Und eventuell noch ein drittes Mal. Das sehe ich dann. Und falls das zweite Mal langt, werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Schwamm und nochmal sauberen Wasser, ja? Ganz oft Wasser wechseln. A und O. Wasser wechseln. Jawohl, bis gleich. So.
Wir haben uns dafür entschieden, zweimal reinigen langt. Für uns, man kann sich auch einen ganzen Tag mit der Wand beschäftigen zum Reinigen, aber es wird immer wieder was runterlaufen, ne? Immer wieder. Was auf jeden Fall nicht zum Reinigen geeignet ist, sind stark alkalische Reinigungsmittel oder Zitronen, Zitrus, Zitronensäure oder. Das greift nämlich den Stein an. Ihr könnt euch für ein paar Millionen Euro so einen Schleierreiniger, aber wir haben bei den anderen auch ein bisschen probiert, hat es funktioniert mit dem Schleierreinigen? Nein, überhaupt hat nicht funktioniert. Mit Wasser genau dasselbe Ergebnis wie mit Schleierreiniger. Denn je öfter man drüber geht, umso weniger sieht man, dass es funktioniert, weil der Schleier immer ein bisschen da ist. Das heißt, am besten nach 2 bis 3 Steinen immer wieder das Wasser wechseln, nochmal. Das Wasser wechseln, nochmal. Ist aber leichte Wasserverschwendung. Deswegen habe ich es mit einem Dreckswasserbatzen einmal sauber gemacht und danach gewechselt und richtig heißes Wasser benutzen. Nochmal. Es schaut schon definitiv viel besser aus wie vorher. Es geht noch besser, aber ich will nicht, dass die, oder wir wollen nicht, dass die Steine ausschauen wie neu. Es soll dreckig ausschauen, rustikal und bam, so schaut's aus. Wenn ihr euch fragt, was für Spaghetti da hinter mir rausschauen, naja, gibt es eine kurze Vorgeschichte. Schatz, ich möchte eine Wandbeleuchtung. Schatz, ihr macht Wandbeleuchtung. Ja, wir lassen natürlich die Kabel in der Fuge verschwinden. Dazu haben wir uns einen Weg gebahnt, wie bei einem Labyrinth. Und schaut zwar noch in verschiedenen Höhen aus, aber es ist dieselbe, weil mit Laser ermittelt. Ja. Und was wir jetzt machen werden, ist verfugen, 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 bis sich die Balken biegen. Dazu mische ich gleich erstmal mein Zeug an. Ich zeige euch auch, weil meine Frau hat die andere Wand gemacht und sie hat viele Sachen ausprobiert, viele Fugen, Mörtel, Mauer, Geräte, Apparate und bis auf eins von dem Fugen- und Mauermörtel. Und ein Gerät hat ihr sehr gut geholfen, das werde ich auch benutzen. Ich hoffe, ich bin es würdig, das werde ich am Ende des Tages sehen. Ja. Aber was ich benutzen werde, ihr kennt ja unsere Leerkartuschen, die kleinen süßen Dinger, wo man kleine schöne Fugen ausstopfen kann. Da sind die Kartuschen zu klein. Dafür gibt es aber eine tolle Sache. Die einzige Spritze, wo okay ist, wenn man sich spritzt, die Fugenspritze. Nee, Mörtelspritze, genau, Mörtelspritze. Auch dieses Gerät werden wir euch verlinken. Es sind verschiedene Aussätze da. Ein kleiner, ein etwas dickerer Rechteckaufsatz. Hast du die da? Ein kleiner Rechteckaufsatz. Zeige ich gleich nochmal, bevor ich wieder aus der Kamera abhaue. Ja, wird befüllt, wenn das Teil. Mach die Kamera aus. Also, ich mach's gleich auf. Mach's mal auf. Geht, ne? Warte mal. Oha, wie hast du das zugemacht? Ich habe diese Gummidichtung da reingefriemelt. Echt jetzt? Ja. Ah ja, jetzt. Da ist nämlich eine Gummidichtung dabei. Die habe ich vorhin nie drin gehabt, ne? Ja. Zeig mal. Hast du sie nicht ab und zu hier rausgesifft? Null. Null, okay. Ja gut, ich mache sie drauf. Also wie gesagt, aufschrauben, füllen, zumachen und gib ihm. Ne? Ich mische jetzt erstmal das Zeug an. Das wird 10, 15 Minuten... nicht sumpfen, ziehen, ja, nicht sofort bearbeiten, sondern ziehen lassen. Und als allererstes werde ich hier ein paar Punkte mir aussuchen, wo ich das Kabel mit dem Fugenmörtel fixieren werde. Und dann geht's ab. Von oben nach unten, von oben nach unten. Ihr könnt auch von unten nach oben machen. Da spielt es jetzt wieder wie beim Reinigen, also nicht wie beim Reinigen, spielt es keine Rolle. Weil... Wichtig ist halt, dass man nicht nochmal jetzt dann mit dem Zeug auf die Steine kommt. Genau, also Obacht. Weil da, das hat mich 3 Tage gekostet. So, das heißt, bei mir wird es eine Woche dauern. Ja, also ich rühre das Zeug schnell an. Ich zeige euch auch, welches Zeug das ist. Und die Aufsetzer zeige ich auch gleich nochmal. Los geht's. Bis gleich. So, ganz kurz noch, bevor ich anfange. Es gibt auch Geräte mit nicht so vielen Aufsätzen. Meine, die waren ein paar Euros günstiger. Tut euch den Gefallen,
legt die paar Euros drauf und ihr seid für fast alles gewappnet. Noch dünner würde keinen Sinn machen, wie ich da jetzt habe. Also das sind die Apparate, wie man sieht, unbenutzt. Dieses und jenes, was auf dem auf der Spritze drauf ist, wird benutzt. Und jetzt zeige ich euch mal das tolle Zeug. Mal die tolle Wand zeigen, was man draußen sieht. Falls ihr die Wand nicht oft genug gesehen habt, dann habt ihr die nochmal. Jawohl. Was sagt ihr zu der Wand? Ja, auch im nächsten Video wiederzusehen. 100 Pro. Also, wir benutzen jenes hier, historischer Mauer- und Fugenmörtel. Das ist das, was uns von der Körnung her und vom Optischen am meisten begeistert hat. Ist nicht zu hell, nicht zu dunkel und nicht zu grobkörnig. Weil wir hatten vorher was, das war so grobkörnig. Weißt du noch, welches das war? Von Greg. Weiß ich nicht unbedingt. Okay. Aber es war nicht gut, ja. Wir haben vieles hier gehabt. Das muss jeder wissen. Wir haben auch den anderen haben wir da auch ausprobiert. Den da. Und genau. Und der war auch nicht so gut. Der war grob für uns. Für meine Frau. Es sieht halt schöner aus. Also mir hat es besser gefallen, wenn die Fugen fein. Angerührt ist vielleicht ein bisschen viel, aber der Plan ist es ja auch innerhalb von den nächsten 2 Stunden die ganze Wand zu machen. Doch. Dementsprechend schaut sie dann auch aus. Nein. Kannst du auch eine halbe Stunde machen. Dementsprechend schaut es dann auch aus. Quatsch. Ja, zur Zusammensetzung von diesem Histocall besteht ausschließlich aus, ich lese es ja natürlich jetzt ab, besteht ausschließlich aus natürlichem hydraulischen Kalk, NHL5, kornabgestuften Kalkbrechsanden und Vergütungszusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit. Zum Vermauern und Verfugen von historischem Mauerwerk. Körnung 0 bis 1,2 mm oder 0 bis 4,5 mm. Wasserbedarf pro Sack 4,5 Liter. Wenn ich mir jetzt den Sack so anschaue, war ich mit 3 Litern wahrscheinlich gut dabei. Ja, natürlich, dass es durch so ein kleines Löchlein durchkommen muss, nicht zu dick machen. Aber auch nicht zu dünn. Ne, das hier, und es kommt wieder raus. Das werden wir gleich sehen, ob ich es richtig getroffen habe oder nicht. Ich warte jetzt noch 10 Minuten und dann geht's los. Befüllen. Kelle, Mörtelpistole, Spritze, gib ihm. Bis vielleicht Oberkante, Unterlippe. Ja. Vielleicht gibt es schon eine extra Schaufel für sowas. Schauen wir mal. Ach stimmt. Vogelkelle, bitte. Was wird das? Die Wand wird verfugt, so wie die da hinten.
Der baut immer weiter. Bis wir fertig sind. Und dann, was kommt dann? Ist fertig. Ich habe sie innerhalb von einer halben Stunde fertig gemacht. Ich habe so schnell gearbeitet, dass mir der Bart abgefallen ist während der Arbeit. Nee, Spaß. Nachdem meine Frau gesehen hat, wie ich das mache, hat sie gesagt, geh beiseite und lass mal einen Profi hin. Und da sage ich nicht nein, weil so eine Arbeit ist nichts für mich. Das ist alles für mich so. Na? Und da bin ich nicht der, ich bin eher der... Er hat da nicht die Geduld dafür. Hab ich nicht. Ja, ich habe zwar angefangen, aber den Rest, alles andere hat meine Frau gemacht. Wie? So wie ich angefangen habe, nur mit mehr Feingefühl. Ja, in dem einen Superkatzentempo hat man ja gesehen, ich habe mit einer Mörtelspritze ausgefugt und danach mit dem Pinsel nass gemacht und gleich abgezogen. So hat es meine Frau auch gemacht. So habe ich es von ihr gelernt. Ja, und so schaut es auch aus. Wie gesagt, die Kabel in den Fugen drinnen tief genug machen. Das richtige Material. Entweder euch gefällt das, dann machen wir wieder in die Infobox einen Link rein. Nicht nur für das, auch für andere Sachen. Alles, was ich benutzt habe. An Werkzeug. Ja, und an Material natürlich. Ja, das dazu beim Saubermachen, entweder ihr könnt es lassen oder wie ich gemacht habe, Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber und gib ihn. Ja, danach ein bisschen mit dem. mit der Topfbürste, genau, das modifizierte Ding. Dazu gibt es natürlich keinen Link. Aber für die Topfbürste gibt es einen Link. Ja? Und ihr habt einen Akkuschrauber, Loch durch, Schraube rein, ab auf den Akkuschrauber und sauber. Ja, genau, das war's dann auch. Hier haben wir noch ein paar Kabel, das muss ich noch selber schauen, wie ich das mache, weil die Wasserleitung kommt komplett weg. Wir haben ja eine draußen und Lichtschalter. Die sollen natürlich auf den Steinen ordentlich ausschauen. Das wird wieder so ein kleines... Wie mache ich das? Aber ich mache das irgendwie. Ich weiß schon wie. Meine Frau weiß, wie passt. Ich habe gedacht, wenn wir das wegmachen, ja. Ne, den Stein raus, ja. Und dann dahin, weil ich habe nämlich eine Schablone gemacht, mhm. Von der Größe alles von klar. Zwei Lichtschalter. Okay. Und das passt genau dahin. Das passt genau dahin. Okay. Dann hast du aber ein was nicht bedacht. Erzähl. Da kommen zwei Lichtschalter und eine Steckdose hin. Also brauchen wir ein Drilling. Scheiße, ich habe die Steckdose vergessen. Was hast du gerade gesagt? Schatz, fluch nicht. Ich habe die Steckdose vergessen. Machst du dann ein Piep darüber oder lass es einfach laufen? Ja. Ne? Jawohl, das Kleinigkeit. Ja? So schaut es aus, so schaut es fertig aus. Da kommt noch ein Kasten hin. Also in Wirklichkeit ist es nicht so gelb wie auf der Kamera, weil auf der Kamera sieht es übelst gelb aus. Guck mal. Hä? Jetzt nichts mehr. Ja, auch auf der Kamera wird es nicht so gelb. Ja, es kommt aber drauf an. Wie das Licht drauf fällt. Wir machen mal ein bisschen weiter auf. Die Tür. Und. So ist besser, ja. Ja. Jawohl, so viel zum Thema. Wie gesagt, alles unten drunter. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Macht den Glockenmodus an. Dann verpasst ihr auch kein Video. Schöne Grüße an alle. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffi und Matteo.